Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Luftfahrzeuge in die Casino-Garage speichern könnt. Dafür braucht ihr einfach nur einen Freund, der euch das Flugzeug zur Verfügung stellt. Das heißt, ihr zieht euch das Flugzeug per Giftcast to Friends, begibt euch einfach mit dem Freund zum Casino, so dass ihr in der Nähe der Casino-Penthouse-Garage seid. Euer Freund soll dann einmal das Flugzeug dann oder Heli anfordern, was ihr euch ziehen möchtet und abspeichern möchtet, und geht am besten von vornherein in eine Einladungssitzung, weil wir hinterher noch eine Person brauchen, die in einem Zielmodus ist. Und wenn ihr soweit alles vorbereitet habt, können wir auch schon direkt losstarten. Ihr braucht noch eine Sanchez. Die Sanchez, die findet ihr bei Southern San Andreas für 7000 GTA-Dollar. Und wenn die Sanchez dann in eurer MOC drinsteht, geht einfach mal in eure MOC rein, steigt einmal auf die Sanchez auf und fahrt einmal mit diese raus. So, seid ihr dann draußen angekommen, lasst dann euren Freund aufsteigen. Euer Freund geht dann im Pausenmenü. Wir fahren dann hinter unsere MOC, drücken ein Steuerkreuz nach rechts. Wenn der Freund abgestiegen ist, geht der Freund einmal in die Franklin-Meldung. Wir fahren dann mit dem Motorrad ein Stückchen zurück, sodass wir den blauen Kreis bekommen. Haben wir den blauen Kreis, dann gehen wir einmal in die Franklin-Meldung, verlassen diese einmal nach 2 bis 3 Sekunden. Gehen dann noch einmal in die Franklin-Meldung, verlassen diese dann wieder nach 2-3 Sekunden, laufen dann einmal zu unserer MOC, gehen dann auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew, gehen dann auf einmal auf Options, auf Online, dann gehen wir auf Criminal Enterprise Starter Pack, gehen dann wieder raus, dann haben wir jetzt oben links den schwarzen Balken, perfekt, jetzt können wir auf X drücken, jetzt haben wir einen unendlichen Blackscreen. Um einen endlichen Blackscreen wegzubekommen, kommt jetzt der andere Spieler ins Spiel, der im anderen Zielmodus ist. Und zwar suchen wir uns jetzt einen. So, die erste Meldung, die kommt, wunderbar. Nochmal die Meldung holen, die zweite Meldung, die lehnen wir ab. Perfekt, sind wir jetzt draußen wieder entfreezed. Dann begeben wir uns schnellstens zu dem Flugzeug oder Heli, was wir uns ziehen wollen, steigen einmal ein und warten, bis wir in die MOC gespawnt werden. In meinem Fall hilft mir der liebe Mute. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Mute. Ihr könnt ja auch gerne mal seinen Kanal abchecken. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen. So, sind wir dann im MOC angekommen. Perfekt. Brauchen wir jetzt einfach nur noch rauszugehen. Wenn ihr jetzt nicht aus eurer MOC rausgehen könnt, dann muss ich einmal unser Freund in unsere MOC einladen. Dann geht das auch. So, sind wir dann draußen angekommen. Steigen wir einmal auf die Sanchez auf und fahren einmal in die Casino Penthouse Garage rein. So, in der Penthouse Garage angekommen, begeben wir uns einmal in unser Penthouse rein. Sind wir dann im Penthouse angekommen, begeben wir uns einmal nach rechts zum Telefon, heben dann einmal den Hörer ab, indem wir Steuerkreuz nach rechts drücken, gehen dann einmal auf Parkdienst, dann gehen wir auf Penthouse Garage und dort können wir uns jetzt das Luftfahrzeug anfordern. Wunderbar, dann müssten wir jetzt auch mit dem Luftfahrzeug vorm Casino-Eingang spawnen. Das ist auf jeden Fall auch der einzige Nachteil an dem Glitch. Das heißt, die Luftfahrzeuge, die ihr dann in der Casino-Garage stehen habt, die könnt ihr nur über dieses Telefon anfordern. Das ist der einzige Nachteil, aber ich meine, ja gut, für die Leute, die halt den kompletten Hangar schon voll haben, ist auf jeden Fall echt nice, weil so könnt ihr euch noch die komplette Casino-Garage noch vollballern. Und das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.